Viertel nach fünf. Der Hahn macht mich absolut mega wahnsinnig. 4 Uhr war es wieder. Was ein bisschen besser ist, ist mein Rücken. Ich habe gestern Dehnübungen gemacht. Seitdem ist er ein bisschen besser. Ey, ich muss das Vieh umbringen, Mann. Es bringt einfach nichts. Ich glaube, dem gehört jemand. Der hat ihn einfach hier in die Wohnsiedlung gebracht. Der ist nämlich immer hier 2 Häuser weiter, die Straße hoch. Unfassbar. So, Kaffee-Wetter-Check. Heute habe ich keine langen Touren, nur kurze. Dafür 7 Stück. Morgen kommen wieder lange Touren drauf. Ey. So, ein bisschen später weggekommen als gedacht, 20 nach 6. Ja, die Scheibe morgens. Ey, die Milch. Da muss ich jemanden die Heizung anmachen und die auf die Scheibe packen. Ansonsten sehe ich nichts. Boah, dieser Hahn hat mich den ganzen Morgen absolut mega wahnsinnig gemacht. Ich muss da was machen. Das kann nicht sein. Und ich glaube, dem gehört jemand. Der ist nämlich immer vor der gleichen Wohnung. Oder der wird da gefüttert oder sonst irgendwas, was verboten ist. Es kann nicht wahr sein, dass das keinen anderen nervt, nur mich. Das kann nicht sein. Wie ist das möglich? So, ja, in der Mitte der Insel, Low IFA. Super schlechte Sicht. Tiefe Wolken. Bin ich mal gespannt, ob sich das noch bessert. Oder ob ich jetzt hier umsonst aufstehe. So, ich habe Dehnübungen gemacht wieder, aber nur ganz, ganz, ganz kurz. Aber ich glaube, das hilft. Das muss ich jetzt öfter machen. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie das Wetter sich so im Laufe des Tages darstellt. Um 11 Uhr, obwohl offiziell erst der neue Pilot hat heute 2 Flüge mit mir zusammen wieder, um 1 und um 3. Der soll allerdings schon um 11 Uhr fertig sein, damit da eventuell noch ein Flug drauf kommt. Ja, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass der Koji morgen wieder da ist, denn morgen sind beide Helikopter komplett ausgebucht. Morgens von 10 vor 8 bis abends um 5. Das kann der neue Pilot auf keinen Fall machen. Der ist ja noch nicht ausgecheckt. Ja, das sind 3 Tage hintereinander. Saumäßig früh aufstehen. Weniger als 5 Stunden Schlaf. Nervt mich. Also ich habe herausgefunden, dass diese Express Lane hier links mit den beiden extra Spuren auch nur für Leute sind, die mindestens 2 Leute drin haben. Aber ich habe gesehen, da hält sich auch keiner dran. Aber es geht auf jeden Fall wesentlich schneller. Ich bin schon da um 20 vor 7. Also der Stau war heute auch nicht so krass, beziehungsweise noch nicht. Und die Express Lane, die hilft auch. Und das ist genau eine Ausfahrt am Flughafen. Oh. Ja, so 100% in Ordnung ist mein Rücken natürlich nicht. In Wheeler, genau in der Mitte der Insel, haben wir immer noch Low IFA. 400 Fuß Overcast. Also 150 Meter geschlossene Wolkendecke. Und genau 0 Knoten. 0 Wind. Das heißt, das hält sich da. Eine Vorhersage hat gesagt, das löst sich auf bis 8. Und die andere Vorhersage sagt, das hält sich bis 11 Uhr. Das wäre natürlich fantastisch. Da könnte ich nicht die ersten 3 Flüge aller schön absagen. Das wäre eine Katastrophe. So, ja, und obwohl wir kaum Wind haben, haben wir trotzdem Kona-Wind hier. Der Flughafen hat nicht umgestellt. Obwohl das eigentlich machen könnte. So, dass ich schön gegen den Uhrzeigersinn um die Insel rumfliegen kann. Nee. Ja, es ist genau calm. Und die sind immer noch auf Kona-Wind. Why? Oh, kaum bin ich angekommen. Ich habe noch ein Flugzeug landen sehen. In die westliche Richtung haben sie genau jetzt gewechselt. Während der Zeit, wo ich vom Auto hier ins Office bin. Jetzt haben wir Tradewinds. Mal gucken, wie lang. Mal gucken, wie lang sich die Suppe hält in der Mitte von der Insel. Es kann alles gut werden. Die Suppe kann wegziehen, jetzt wenn die Sonne aufgeht. Und wir haben Tradewinds. Ich fliege counterclockwise um die Insel. Das wäre nice. Ey, haben die noch einen Flug draufgepackt? Ich glaub's nicht. Wir haben schon
halb fünf. Und jetzt soll ich noch eine Tour fliegen. Und morgen geht es schon wieder um 8 Uhr los. Das heißt, schon wieder um 5 Uhr aufstehen. Ich bin erst um 7 Uhr zu Hause, muss direkt duschen, irgendwas essen, dann kann ich direkt ins Bett. Ey, das soll immer ein Witz sein. Feierabend nach 7 Flügen. Obwohl der Helikopter, ich hätte ihn eigentlich grounden können. Ne? Also das GPS, das zeigt mir einfach nichts an. Und das andere GPS, das fällt mir dauernd die Indicator. Also ich hätte genauso gut sagen können, ey, mit dem Ding fliege ich nicht mehr. Und genau das wird der Koji morgen machen. Hoffentlich. Ich hoffe, die grounden das Ding, bevor ich hier aufschlage. Denn sonst switcht der Koji zu QZ und ich stehe hier rum ohne Aircraft und stehe trotzdem um 5 Uhr auf. Morgen habe ich 4 Flüge und den Nachmittag übernimmt der andere Benjamin. Das heißt, ich arbeite morgen sowieso nur einen halben Tag. Ich könnte aber komplett frei haben. So, jetzt geht's nach Hause. Ist nicht mehr so arg Stau, aber ein bisschen habe ich natürlich immer noch. 7 Flüge heute. Wir haben 5:45. Und heute Morgen war ich hier um 6:30. Das heißt, ich bin jetzt 12 Stunden am Start. Bin total im Sack. Mein Rücken fängt schon wieder an, übel zu schmerzen, obwohl er auf dem Weg der Besserung war. Toll. Trinkgeld $20. Fantastisch. Ich bin zu Hause, es ist schon dunkel. Bin einen ganz kleinen Umweg gefahren, weil ich noch eine Kollegin nach Hause gebracht habe. Aber ansonsten, ey. Wir haben 6:45. Ich bin so im Sack, das kann ich gar nicht vorstellen. Ey. Ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr, noch irgendwie was zu essen. Wo ich irgendwas essen muss, habe ich ja den ganzen Tag nicht. Ich habe ein paar Kekse mit Camembert gegessen und das war's. So, ich habe heute Morgen den Kefir in den Kühlschrank getan, damit der nicht weiter gart. Aber der ist auf jeden Fall fertig schon wieder. Kommt jetzt wieder in die Flasche und dann wird neu angesetzt. Aber nee, ich kann gar nicht neu ansetzen. Ich habe keine Milch mehr. Ich habe nur so ein ganz bisschen Milch. Muss ich direkt in den Kühlschrank packen, dann kann ich nicht neu ansetzen und hoffe, der überlebt. Ich wollte mir eigentlich noch einen Smoothie machen zum Abendessen. Jetzt muss ich einen Smoothie mit Kefir machen. Duschen muss ich jetzt. Wir haben schon 8:20. Morgen muss ich wieder um 5 Uhr raus. Ja, der Nachmittag wird vom anderen Benjamin übernommen. Das heißt, ich fliege nur morgens die 4 Flüge und der fliegt die 3 am Nachmittag. Boah. Ich bin so ein Sack, Mann. Essen tue ich nichts mehr. Ich habe mir ein paar KitKat reingezogen. Milch muss ich morgen unbedingt kaufen. Boah. Ja. $40 habe ich heute gemacht. Das gibt's überhaupt nicht. So, duschen war ich bettfertig. Jetzt haben wir schon 9:15. Ich muss eigentlich ins Bett. Ja, Krypto geht nach oben. Bitcoin. In den letzten 7 Tagen über 30% nach oben. Ja. Okay. Ja, morgen muss ich wieder so früh raus. Und wenn ich den Ferryflug am Samstag mache, dann muss ich noch früher raus, weil der Ferryflug um 7 Uhr morgens losgeht. Da muss ich um 4:30 raus. Ich muss dem Koji morgen sagen, ey, mach ich nicht. Mal gucken, was der dazu sagt. Denn den muss ich wahrscheinlich machen. Er ist die Nummer 1 und fliegt die 4-5 Touren. Und ich bin die Nummer 2 und muss den Ferryflug machen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich versuche ihn zu überzeugen, dass der neue Pilot den macht. Aber es wird wahrscheinlich nichts. Oh, so, ich habe wieder diese komischen Dehnübungen gemacht von so einem YouTube-Video. Irgendwas hat es letzte Mal gebracht. Eventuell waren es die Dehnübungen. Aber wer weiß. Also ich spüre ihn immer noch. Aber das war auch ein elendig langer Tag. Ja, jetzt gucke ich diesen komischen Film noch zu Ende. Cocaine Bear. Soll angeblich auf wahren Tatsachen beruhen, aber also ich weiß nicht. Ist ein bisschen crazy. Ja, dann gehe ich ins Bett. Versuche zu pennen irgendwie. Bis mich der Hahn morgen früh um 4 Uhr wieder aufweckt.